Hallo liebe Bastler, farbenfroh durchs Jahr geht's heute auch bei mir noch mal weiter. Ist ja bei uns Stampin' Up! Demonstratoren in aller Munde. Klarerweise gibt's ja nur diesen Monat. Und ich habe heute ein Gästegoodie damit gebastelt und wie ich das gemacht habe, zeige ich Ihnen jetzt. Für unser Gästegoodie verwende ich heute den Stempelabdruck mit diesem Blätterzweig. Und natürlich das Dankeschön, weil das bei mir jetzt gerade passend ist. Und das Framelit mit der Schleife plus die beiden mit dem Stickrahmenmuster. Das habe ich Ihnen ja schon bei einem vorhergehenden Video mal gezeigt. Und da werden wir uns das heute auch noch mal zu Gemüte führen, weil das einfach total schön ausschaut mit dem Stickrahmen. Ich finde das einfach herrlich. Außerdem habe ich noch ausprobiert, einmal die Schleife zu füllen, weil mir nur die Kontur einfach zu wenig war. Und da habe ich jetzt einmal das Positiv und Negativ, wenn man so will, und kann mir jetzt eigentlich ganz schwer entscheiden, ob mir jetzt die einfärbig gefüllte Masche mit dem gesprenkelten Rand besser gefällt oder die Masche mit dem einfarbigen Rand mit dem gesprenkelten Innenleben. Naja, ich weiß es nicht. Sie gefallen mir einfach eigentlich beide sehr gut. Ich zeige Ihnen jetzt auf jeden Fall, wie ich das gemacht habe. Und dann werden wir uns ganz spontan entscheiden für das dritte Gästegoodie, was wir denn da verwenden. Also legen wir los. Und zwar brauchen wir ein bisschen Reststück vom Aquamarin-Farbkarton. In meinem heutigen Fall ist Aquamarin. Einfach deshalb, weil diese Vulkal aus, wie heißt das Ding jetzt nochmal? Marshmallow heißt das jetzt. Bei uns hat es früher Speck geheißen. Also die Marshmallows habe ich einfach in die Vulkalformen gefunden und das habe ich so süß gefunden. Und die sind halt jetzt einfach, finde ich, da passt das Aquamarin einfach total spitze dazu. Also habe ich mich für Aquamarin entschieden. Dann braucht man nur ein kleineres Reststück für die Schleife und ein Reststück Flüsterweiß für den zweiten Teil der Schleife plus ein bisschen ein größeres Reststück für den zweiten Aufleger von dem Framelit. Also es gibt heute keine genauen Maße, sondern es sind einfach so Reststücke. Von den Marshmallows habe ich einfach 5 Stück in so einen Zellophansackerl abgepackt. Und zwar sind es die Zellophan-Geschenkstüten 10,2 x 15,2. Die haben sich für meinen Zweck jetzt einfach bestens geeignet. Dann habe ich sie einfach zweimal umgeschlagen und mit 3 so Klammern einfach fixiert. Und damit ist das jetzt einmal mein Ausgangsprodukt. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal los mit der Stempelarbeit. Und zwar stempel ich mir natürlich mit Aquamarin, weil ich heute alles ganz Ton in Ton, stempel ich mir das Dankeschön einfach auf. Einfach so im oberen Bereich irgendwo. Das wird also mein Etikett und dann stempel ich mir da unten noch irgendwie meinen Zweig hin. Der ist dann, wie er ist. Entweder so oder so, wie es Ihnen besser gefällt. Sie können auch zweimal abstempeln, wie Sie das gerne möchten. Gut, dann braucht man noch das Reststück vom Flüsterweiß und da habe ich noch verwendet aus dem Timeless Textures diesen Abdruck. Der macht mir jetzt meine Textur für meine Schleife. Und für den Zweck brauche ich ein kleines bisschen Restpapier. Und dann stempeln wir einfach untereinander ab. Und nochmal nebeneinander. So reicht es schon aus für diese Schleife zum Ausstanzen. Die stanzt ja dann einfach da irgendwie so raus. Gut, jetzt wird also mit dem großen Etikett aus dem Aquamarin ausgestanzt, mit dem kleinen stanze ich mein Etikett aus und mit den 2 ganz kleinen die Masche. Und wenn ich das habe, dann schauen wir, wie es weitergeht. So, alles ausgestanzt mit der Big Shot. Wir haben also jetzt unseren großen und das kleine Etikett. Wir haben einmal die bunte Masche und wir haben da einmal die einfarbige Masche. Und das habe ich jetzt noch ganz bewusst drinnen lassen, damit ich Ihnen zeige, wie ich das für mich immer mache. Ich lege mir dann einfach die Masche her, drücke mir die 2 Innenteile raus, die ich brauche, plus die Seitenteile von der Masche. Und dann gebe ich die 2 Reststücke, die da noch über sind, die gebe ich dann gleich in den Müllkorb,
damit ich da nicht irgendwie dann irgendwie verwirrt bin, nur suche, habe ich jetzt noch was vergessen. Das gebe ich einfach gleich weg. Und dann hole ich mir gerade noch die Masche raus und dann habe ich das total schön benannt. So mache ich das. Gut. Als nächstes werden wir jetzt unser Etikett einfach falten. Das heißt, da versuchen wir schön übereinander zu kommen. Machen das Ganze mit dem Falzbein, streichen wir es glatt. Und das kommt dann auf unsere Verpackung drauf. Meine Wolken muss ich da jetzt ein bisschen runterdrücken, sonst klappt das nicht so gut. Und jetzt schieben wir das da einfach oben drauf. Das schließt da total schön ab, links und rechts. Und dann nehme ich mir nochmal meinen Klammerer und klamper das einfach so von hinten fest. Dacke ich einmal an. Da hinten die Dackernadel stört mich persönlich nicht. Wenn das jemanden stört, dann kann er, deshalb habe ich da einmal eine zweite Variante gemacht, einfach nur ein zweites weißes Etikett ausstanzen, das da draufkleben und dann da oben die zwei miteinander verkleben. Dann sieht man diese Dackernadel auch nicht mehr, wer das möchte. So schaut es aus, wenn man das nicht macht. Ich finde nämlich, dass das überhaupt nicht störend ist. Aber ich wollte Ihnen zeigen, es gibt auch eine zweite Version. So, jetzt werden wir dieses kleine Etikett nehmen. Und da möchte ich jetzt gerade die Blätter noch ein kleines bisschen anfärbeln, weil mir das sonst zu wenig ist. Und da nehme ich einfach einen Wasserdampfpinsel. Und da habe ich auf meinem Stempelabdruck noch genügend Farbe. Die nehme ich da einfach auf. Und mit der fahre ich da so ein bisschen drüber. Ich möchte nur, dass ein ganz kleines bisschen Farbe drinnen ist. Das muss jetzt gar nicht extrem genau sein oder sonst irgendwie, sondern einfach, dass da noch ein bisschen mit Farbe ausgefüllt sind, die Blätter. Und das war es eigentlich schon. Das reicht auch schon. So passt das wunderbar. Deshalb, da bemühe ich dann gar nicht mehr Stempelkissen, sondern nehme einfach nur einen nicht gesäuberten Stempelabdruck. Gut, dann können wir jetzt das Etikett schon aufkleben. Das mache ich am liebsten mit dem Dombo. Da gilt es jetzt gerade kurz konzentriert zu sein, in dem Sinn, dass man einen Kleber nur bis zur Hälfte ungefähr auftragt. Wenn man nämlich aus Gewohnheit ganz rauf fährt mit dem Kleber, dann steht er da natürlich drüber aus. Dann hätte man natürlich noch die Möglichkeit, hinten einfach eben das zweite Etikett dran zu kleben. Dann wäre der kleine Fehler auch behoben. Aber so reicht es natürlich wunderbar und wenn man konzentriert bei der Arbeit ist, geht das natürlich gut. Schön, und dann können wir schon unsere Masche aufkleben. Ich nehme jetzt die. Ich fülle sie wieder mit dem gesprenkelten Rand und mache sie jetzt ganz einfach auch wieder mit dem Dombo und fahre da einfach ein kleines bisschen mit wenig Dombo entlang auf dieser Kante. Das geht wirklich super gut, wenn man Dombo nur ganz wenig, ganz leicht andrückt. Funktioniert das bestens und ich mag beim Dombo einfach gern, dass er auch kleben bleibt, wenn er schon beginnt trocken zu werden. Also so vom Kleber her, das reicht Ihnen schon. Und dann setze ich mir die einfach dahin, wo mir vorkommt, da ist sie schön. In meinem Fall jetzt daher. So, damit klebt meine Masche schon. Und das ist jetzt das, was ich gemeint habe, mir hat da einfach die Füllung drinnen gefehlt. Und damit bauen wir jetzt in diesem Fall die gesprenkelte Füllung rein. Und da mache ich es auch wieder so, dass ich einfach mit dem Dombo da ein kleines bisschen reinfahre. Das muss jetzt gar nicht Wunder wie sein. Das braucht ja nicht viel, da hält ja nicht viel Gewicht. Und da herüben klemmen wir uns dann ein kleines Stück Weiß hinten hin. Sonst wird es nicht klappen. Und jetzt ist natürlich ein bisschen Putzlearbeit. Das heißt, jetzt können da einfach die Teile reingesetzt. Und dann ein bisschen angedrückt. Und dann hält das aber auch schon sehr, sehr gut. Also ich lege mir sie meistens dann alle einfach einmal auf. Und drücke sie dann dementsprechend noch fest. Na? Das tue ich noch da rein. Perfekt. Durch das, dass ja die genau die richtige Größe haben, flutschen die ohnehin mehr oder weniger von selber dann rein, wenn sie einmal an der halbwegs richtigen Position sind, lassen sich die ganz super da reinschieben. Und so sieht man jetzt schon, das schaut jetzt schon total nett aus mit dem gefüllten Band drinnen sozusagen. Jetzt habe ich da natürlich ein kleines bisschen ein Problem, weil ich ja da jetzt nichts habe, was man da hinten festklebt. Also nehme ich mir einfach ein Stück von meinem Flüsterweiß, schneide mir da ganz
ein kleines Stück halt zu, das muss gar nicht irgendwie groß sein. Und das klebe ich mir gerade mit ein kleines bisschen Dombo da hinten rein. Da friemeln wir jetzt ein bisschen. Natürlich so, dass es dann nicht drüber aussteht. Und so habe ich jetzt da ein ganz kleines Stück weiß und das reicht aber auch schon, damit es mir da mein letztes Stück Band hält. So, das war's schon. Also gar keine große Hexerei. Einfach da hinten ein bisschen reingeklebt und schon funktioniert das wunderbar. Gut, jetzt nur natürlich ein bisschen Klimbim und ein bisschen Glitzer. Für mich natürlich Wink of Stella eh klar. Mit dem fahre ich mir einfach ein bisschen über die Masche drüber. Da finde ich nämlich, dass die Masche schön rausholt. Das gefällt mir ganz gut, wenn die dann ein bisschen rauspoppt aus der Verpackung. Durch das, dass wir heute farblich ganz Ton in Ton bleiben, finde ich es dann natürlich schön, wenn ein bisschen Glitzer drauf ist. Und ich habe mir gedacht, ich fände es einmal total schön wieder zu zeigen, dass man mit unserem Präzisionskleber die Schrift nachfahren kann und dann kriegt ihr so einen Glossy-Effekt. Da sieht man es jetzt, glaube ich, recht schön. Das ist dann ein ganz kleines bisschen erhaben, wird eigentlich relativ schnell trocken und das ist eben der Präzisionskleber. Und den drehen wir auf. Ich muss da gerade meine Nadel rausholen. Und dann braucht es da gar nicht viel Druck. Da kommt eigentlich recht schnell der Kleber raus. Sieht man schon? Mal schauen, wo gehe ich um? Da gehe ich um. Da kommt dann ein kleines bisschen Kleber raus und da braucht es wirklich ganz wenig Druck. Sonst hat man nämlich lauter so wie eine Art kleine Kugeln. Aber wenn man wenig drückt, dann geht das total super und dann braucht man da wirklich nur der Schrift nachfahren. Das geht eigentlich recht einfach. Wenn man darf keinen total zittrigen Tag haben, das habe ich manchmal auch, dann geht das nicht so gut. Aber ansonsten ist das jetzt gar keine Hexerei. Da fährt man einfach wie mit einem Stift den Buchstaben nach und geht schon gut. Die Schrift bleibt ja trotzdem schön zu sehen. Da geht es ja nur um das, dass ein kleines bisschen ein Glossy-Effekt drauf ist und das Ganze nur mal ein bisschen besonderer macht. So, das war's schon. Also Sie sehen, wirklich überhaupt nicht schwierig. Präzisionskleber immer gleich wieder schließen. Normalerweise ist die Nadel in der Kappe drinnen. Ich habe sie bei mir mal geschafft rauszulösen. Jetzt gebe ich es halt so rein, funktioniert genauso gut. Schön, und zu guter Letzt werden wir jetzt gerade noch ein paar Glitzerpunkte raufgeben. In dem Fall nehme ich jetzt die helleren. Und die sind eigentlich Jade. Funktioniert aber total gut mit dem Aquamarin. Finde ich, passt super schön dazu. Mit dem Glossy-Effekt macht das Ganze ist das einfach nur so ein netter Abschluss. Einen nur da rüben und fertig. Ja, so schnell kann es gehen. Und man hat eine richtig nette Verpackung für seine Marshmallows oder was auch immer sie halt so in ihrem Supermarkt der Wahl finden. Es lässt sich immer total nett und einfach verpacken. Das ist das Schöne mit Stampin' Up, funktioniert das einfach traumhaft. Mit der Farbpalette, die wir zur Verfügung haben, ist einfach wunderbar. Stempelkissen passt, Farbkarton passt, es passt immer mit den Süßigkeiten irgendwie zusammen. Es ist einfach, ja, herrlich. Schön. Ich hoffe, Ihnen hat das Projekt wieder gefallen. Wenn ja, schenken Sie mir bitte Ihren Daumen hoch. Und im August erwartet Sie auf meinem Kanal eine riesengroße Überraschung. Es wird sich sehr, sehr viel tun. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal, falls Sie das nicht eh schon gemacht haben. Gut, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und sage Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.